liebe Zuschauer, während der Ferienzeit hatten wir vom Selzer Fenster natürlich auch keine Lust, immer nur im Studio zu hocken. Deshalb senden wir heute für Sie direkt vom Gradierwerk hier in Salzkotten. Das Gradierwerk wurde hier 1997 an historischer Stätte wieder aufgebaut und man kann sagen, dass es sich zu einem richtigen Wahrzeichen der Stadt entwickelt hat. Und begrüßen möchte ich außerdem Annette Schauf. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen. Sie ist zuständig für das Stadtmarketing Salzkottens. Gradierwerk oder Saline? Man spricht mal von Saline, mal vom Gradierwerk. Was ist denn da der feine Unterschied? Das ist richtig. Der Begriff Saline ist durchaus richtig, aber die Saline bedeutet im Grunde genommen einen kompakten Begriff der Anlagen, der technischen Anlagen der Salzgewinnung. In erster Linie natürlich das Gradierwerk, dazu kommen die Siedehäuser, dazu kamen die Siedepfannen und die sogenannte Kunst. Das heißt mit anderen Worten, das waren die großen Kunsträder, die Wasserräder, das Gestänge und auch die Verrohrung. Und diese kompakte Geschichte kann man als Saline bezeichnen, während dies ein Teil der Saline gewesen ist, also ein zwar wichtiger Bestandteil, aber diese Bezeichnung hier ist richtig als Gradierwerk und die Saline ist der Gesamtbegriff. Das ist zum Beispiel hier dieses mit Recht im Mittelalter benannt wordene weiße Gold. Dann kann man sich in etwa vorstellen, wie wertvoll diese Substanz gewesen ist. Es ist nicht nur die Würze des Lebens gewesen und die Würze der Speisen, sondern es hat Salzkotten im Mittelalter zu wirtschaftlicher Blüte gebracht. Denn das Salzkottener Salz galt als sehr rein, sehr hochwertig und konnte dementsprechend gut auf dem Markt entlang des Hellwegs verkauft werden. Ja, man kann also sagen, das Gradierwerk ist ein Glücksfall für Salzkotten, das Wiederaufgebaute natürlich auch. Und um Glück und glücklich sein, darum handelt es sich auch in dem nächsten Beitrag des Party-Symphonieorchesters. Es spielt nämlich für uns Happy Music. Ja, meine Damen und Herren, Salz und Sole sind wichtige Bodenschätze gewesen und sind es noch heute noch. Um aber das Salz zu gewinnen, musste man früher und muss man heute noch das Wasser verdampfen. Um 1 Kilogramm Salz zu gewinnen, mussten früher 100 Liter Sole, 1%iger Sole, verdampft werden. Wir wollen dieses Verdampfen in einem kleinen Versuch heute mal nachmachen. Ich nehme mir aus dem Solebecken hier etwas Sole heraus und wir versuchen das gleich zum Verdampfen zu bringen. Die Energieform, die früher gegeben war, um die Sole zu verdampfen, war natürlich Holz. Heute Morgen sind wir etwas moderner und haben dazu einen kleinen Campingkocher bereitgestellt, mit dem wir jetzt versuchen, die Sole, die wir eben aus dem Becken entnommen haben, zu verdampfen. So, ich denke, man hört es, die Energieform steht bereit. So wie es früher auch war, entsteht natürlich das Salz nicht sofort. Es dauert eine Weile, bis nun das Wasser verdampft ist und das Salz zurückbleibt. Wie Sie sehen können, das Experiment ist geglückt. Das Salz ist im Töpfchen zurückgeblieben. Vorsichtshalber mache ich noch mal eine kleine Geschmacksprobe. Unzweifelhaft, Sie können es mir glauben, es ist Salz und würde auch zum Frühstücksei ganz gut gehören. Farmelo un po',
Und weil mit Musik eben einfach alles besser und leichter geht, deswegen denke ich, fällt es Ihnen gar nicht schwer, Herr Dr. Hemmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich begrüße Sie erstmal herzlich. Sie sind der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins und können uns bestimmt eine ganze Menge darüber erzählen, wie denn das Energieproblem in den früheren Jahren gelöst wurde. Wir haben gerade in dem Experiment gesehen, dass sehr viel Energie nötig ist, um Salz zu gewinnen. Wie haben die Leute das früher gemacht? Das Experiment hat jetzt gezeigt, wie man es früher machte. Man kochte zunächst und das war ein Tongefäß, also vor vielen Jahrhunderten. Als das begann, die man dann nachher, wenn das Wasser verkocht war, zerschlug, hatte dann so Salzbrocken, die wurden gemahlen. Dann hat sich im 18. Jahrhundert dann das Gradieren in der Art, wie wir es heute noch zeigen können hier, entwickelt. Das heißt die Dorngradierung. Man hatte also immer wieder die Sohle über diese Ecken geschickt, oben wieder runterrieseln lassen, bis schließlich die Konzentration der Sohle, die ja normalerweise früher 5-6% höchstens hatte, auf 20% angestiegen war. Und dann lohnte sich das Sieden. Dann brauchte man weniger Holz oder im 19. Jahrhundert Kohle. Nee. Schröder, wenn das Wasser dann letztlich hier oben ist, die Sohle, dann sorgen Sie für den weiteren Ablauf. Wie geht's denn dann weiter? Es wird praktisch durch diese Rohre nach oben gedrückt. In diesem Verteiler geht dann in die Mitte der Anlage. Die ist ungefähr einen Meter höher als links und rechts die Abflüsse. Und wenn wir sauber machen, dann nehmen wir dieses hoch, fegen einmal durch, dann klappt das auch. Aber den Abfluss, was man zu Anfang erst glaubte, über Kerben rausfließen zu lassen, da kam ich auf die Idee, lasst uns das doch bitte mit Bierhähnen machen. Ich bin da dran groß geworden, aber es kommt Wasser hier an, kein Bier. Nur dann fließt das Wasser direkt nicht an dem Holz runter und die Alge bildet sich nicht. Insofern, die Bierhähne sauber zu machen, ist leichter, als wenn wir die Algen auf der anderen Seite sauber machen. Dieses Wasser frisst das Holz an. Und die Holzhähne, die wir vorher dran hatten, die sauber zu halten, war gar nicht einfach. Im Gegensatz jetzt zu den Kunststoffhähnen, die alten Bierhähne gingen durch unser Wasser kaputt, was wir dann als Bierverlag nicht merkten, aber bei diesem Wasser. Und da das so war, hatten wir die Idee, lasst uns mal Kunststoffhähne besorgen und hier ranmachen. Insofern jetzt prima. Das Wasserrad an der Heder ist mit dem Gradierwerk untrennbar verbunden. Wer wüsste das besser als Ulrich von Sobbe, Vorsitzender des Vereins für kulturhistorische Bauten. Herr von Sobbe, welche Aufgabe hatte denn ein solches Wasserrad für das Gradierwerk zu früheren Zeiten? Ja, es musste die Pumpenkraft, alle 10 Meter waren an der Saline Pumpen angebracht, weil man diese hohen Drücke über längeren Weg nicht über die Holzrohre aufbauen konnte. Musste also alle 10 Meter eine Pumpe sein, die das Wasser immer wieder hochpumpte, Wasser wieder runterrieseln konnte, wo sich dann die Aerosole bildete, beziehungsweise das Wasser immer gradhaltig erhöht wurde.
wir uns bislang auf den Aspekt der Salzgewinnung konzentriert haben, kommen wir jetzt zu einem weiteren Aspekt, nämlich dem der Gesundheit, dem gesundheitlichen Aspekt. In den letzten Jahren wird dieser Aspekt immer größer. Man sieht in vielen Kurorten, gerade um die Gradierwerke herum, viele Leute flanieren, sitzen, atmen. Ich habe jetzt an meiner Seite den Lungenspezialisten Herrn Dr. Manfred Werner. Ich begrüße Sie herzlich. Mit welchen Krankheiten haben Sie es in erster Linie zu tun? Ja, als Lungenspezialist behandelt man vorrangig Erkrankungen der Atemwege, die zu einer Verengung der Bronchien führen, insbesondere das Asthma. Asthma ist weiterhin die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter und nimmt auch bei Erwachsenen einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Unsere Idee ist es deshalb natürlich, das Asthma besser zu behandeln, und wir sind uns sicher, dass es nicht nur mit medizinischen Maßnahmen, sprich Medikamenten und Inhalaten, funktioniert, sondern dass man vielleicht auch neue Methoden dafür anwenden sollte. Das ist jetzt auch der Punkt, warum Sie hier sind. Ganz zufällig nicht. Was kann ein Gradierwerk, was kann das Einatmen da an positiven Effekten bringen? Ja, es ist so, wir wissen heute, dass das Asthma vorrangig ein entzündlicher Prozess ist. Das heißt, wir haben im Bronchialsystem quasi ein loderndes Feuer. Und dieses Feuer gilt es zu löschen, damit es nicht immer zu der Atemwegsverengung kommt. Früher hat man gedacht, dass nur die bronchiale Erweiterung ausreicht. Heute wissen wir, dass der Entzündungsmechanismus gelöscht werden muss. Und wir denken vorrangig daran, dass man mit einfachen Maßnahmen, zum Beispiel eben einem Anfeuchten der Atemluft, schon sehr weit kommt. Das heißt, in leichten Fällen kann es sehr gut hilfreich sein, zum Beispiel ein salzhaltiges Inhalat zu haben. Es wird auch als Medikament teilweise gegeben, um die Bronchien so anzufeuchten, dass der Entzündungsmechanismus gebremst wird. Das hört sich jetzt ganz einfach an. Reicht es denn, um das Gradierwerk herumzugehen, oder kann man irgendwas falsch machen dabei? Wenn man eine Asthmaerkrankung hat, reicht es nicht. Immer bleibt die Basis die schulmedizinische Therapie, aber es ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, sodass man sagen sollte, eine Anfeuchtung der Atemluft, insbesondere mit salzhaltiger Luft, ist sehr hilfreich in der Unterstützung der Therapie. Falsch machen kann man hier sicherlich nichts. Wenn Sie einige Runden drehen und das recht regelmäßig machen, werden sich die Atemwege dafür bedanken. Ja, was kann man denn zur Heilkraft des Wassers sagen? Ja, die Kneippschen Kuren sind ja schon seit vielen, vielen Jahren auch wieder modern geworden. Und interessant ist es weiterhin zum Beispiel auch in einem Tretbecken, sich der Gesundheit zu widmen. Wichtig dabei ist es, dass man gar nicht so sehr im Wasser die Erholung findet, sondern wenn man gleich rausgeht mit den schön kalten Füßen, dann noch viel herumläuft, um die reaktive Wiedererwärmung zu nutzen. Das bringt den Kreislauf auf Trab, es ist gut für die Venen, gerade wenn man so mit Krampfadern und Besenreiser zu tun hat. Es ist aber auch gut für Blutdruckpatienten, weil es sanft den Blutdruck senken kann. Wichtig wäre, das Ganze nicht zu lange zu machen, sondern in mehreren Etappen. Und immer gilt es, wenn Sie eine Kneippsche Anwendung machen, dass man herzfern beginnt und zunächst die Außen-, die unempfindlichen Seiten, die Streckerseiten behandelt. Das kann man gleich auch im Armbecken mal sehen. Und erst später dann die Innenseiten, die Beugerseiten. Das wäre eine richtige Anwendung einer Kneippschen Sache. Also da kann man schon was verkehrt machen. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass man sich da nicht übernimmt. Das ist richtig. Man kann auf jeden Fall was verkehrt machen. Und was oft falsch gemacht wird, ist, dass man sich jetzt nachher nicht mehr genügend bewegt. Der eigentliche Effekt ist nicht das Wassertreten selber, sondern die reaktive Wiedererwärmung, wenn man aus dem Wasser heraus ist und dann läuft und sozusagen die Beine abtrocknet. Ja, also ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht, jetzt hier langsam wieder rauszukommen, denn leider ist es ja heute nicht ganz so warm. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, es prickelt ganz schön, der Kreislauf ist gut in Schwung gekommen so langsam. Und ganz voller Leben und lebendig ist auch das nächste Stück des Party-Symphonie-Orchesters. Es heißt nämlich Music is my life. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind.
All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold on my heart. What a feeling, a beast believing, I can carry it on and dance it for my life. Ja, okay, Sie merken, wie toll die Beine jetzt warm geworden sind. Ja, sehr angenehm. Das gleiche gilt jetzt für das Armbecken. Wichtig wäre also hier erst die Streckseite möglichst nass zu machen und später erst zur Innenseite zu kommen, sodass man also wirklich versucht, erst die etwas unempfindliche Seite zu kühlen und dann kann man später auch die Beugeseite nutzen. Und das macht man zunächst mit dem rechten Arm, der herzfern ist, und dann mit dem linken Arm, um sich näher dann ans Herz heranzuarbeiten. Sembra un mobile, leccia troviso, in pianto un riso, e manso vivo. La donna è notte, qua giù mal vento, fuggia da cento, e di pensier, e di pensier. Vieles in der Selzer Stadt ist mit Salz und Sole verbunden. Das gilt auch für die Selzer Lagune, das Freibad der Stadt Salzkotten. Und wer wüsste das nicht besser als der Leiter der Stadtwerke, Ludwig Bevermeier. Herr Bevermeier, inwiefern ist das Freibad denn mit Sole und Salz verbunden? Ja, wir haben das Glück in Salzkotten, dass wir für unser Freibad einen eigenen Brunnen betreiben. Und das Wasser ist solehaltig, sodass es sicherlich für den Badebetrieb äußerst wirkungsvoll ist. Wie hoch ist denn der Konzentrationsgrad? Können Sie uns das sagen? Ja, die Sole-Konzentration liegt im Moment bei 0,7%. Und es muss eine gehörige Menge dieser Sole in die Becken geleitet werden. Können Sie sagen, wie viele Kubikmeter das sind? Also im gesamten Bad, alle Becken zusammen, das sind 1200 Kubikmeter. Wenn ich 1200 Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauche, rechne die Abwasserkosten noch dazu, dann komme ich auf eine gehörige Summe. Muss die Stadt auch so viel Geld aufwenden, um das Wasser zu bezahlen, was sie verbraucht? Ja, wir haben im Prinzip für dieses Freibad nur die Pumpkosten zu tragen. Das ist relativ wenig, um nicht zu sagen, das buttert also nicht. Das ist im Prinzip kostenlos. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie hier zum Gradierwerk kommen, dann müssen Sie keinen Eintritt bezahlen. Das hat uns jedenfalls der Leiter des Bauamtes und auch der Bürgermeister versichert.
ja mit dem Gradierwerk, dem Wasserwerk und dem Wassertretbecken hier besitzt die Stadt Salzkotten auf wirklich engstem Raum eine Oase der Ruhe, Erholung und Gesundheit. Testen Sie es doch selbst mal. Wir lassen Sie jetzt auch in Ruhe und verabschieden uns von Ihnen bis zur nächsten Woche. Wir bedanken uns wie immer für unseren Sendeplatz beim offenen Kanal und bei Ihnen fürs Zusehen, und zwar mit dem letzten Lied des Party-Symphonieorchesters Thank You for the Music. Bleiben Sie gesund. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for Okay.